Ich bin Kaya. Mein Freund Xisho und ich interessieren uns für 3D-Druck seit vielen Jahren. Wir gehen zum Villa in Bydgoszcz. Dort können wir unsere Passion entwickeln. Die 3D-Druck hat von Charles Hull in den 80er Jahren initiiert und patentiert als Stereolithographie worden. Andere Drucktechniken haben sich viele Jahre später entwickelt. Es war geschmolzenes Material hinterlegt. Diese Drucken sind mehr beliebt unter Amateuren. Sie haben einfacher Service und billiger als andere. Mit Genauigkeit fortschritt können Drucker 3D-Spielzeug, Kleidung, Pralinen und sogar Teilprothesen machen. In unserer Schule kann man eigene Projekte bilden drücken. Wir schaffen Zadrukowani zusammen. Das ist ein Interessenkreis, wo wir Design und Drücken auf einem Schildrucker lernen. Aber wie beginnt der ganze Prozess? Der erste Schritt ist Erfindung des Produktes. Nur unsere Fantasie begrenzt es. Es kann Modell eines Piratenschiffes oder Mammutkopf oder sogar Weltraumraketen-Prototyp-Engine sein. Ein Modell kann weltweit geschafft werden. Wenn wir mit dem Projekt zufrieden sind, geben wir ihn zum anderen Programm, die uns set die Projekte auf dem Tisch. Erstellen die Untersetzungen und setzen Parameter dafür erlebt über. Die Parameter sind Temperatur, Schichthöhe, Qualität und Erfüllung. Wenn das Projekt bereit ist, rippen wir die Data-Erweiterung-Code zur SD-Karte. Jetzt können wir beginnen. Willkommen wir im Zimmer mit Drucker. Vor einem Jahr war hier nichts. Heute ist 3D-Druckzentrum. Unser Drucker ist Prusa i3. Sie hat von Samorząd Uczniowski im letzten Jahr gekauft worden. Heute kann jedermann sie benutzen. Man hinbringt die Projekte zum Herr Wenderlich, der Redwächter ist, und er muss sie bestätigen. Kommen wir zum Druckermodell. Ihre Hauptelemente sind beheizter Tisch, eine Rolle mit dem Glühfaden und Extruder mit dem Kopf, der sich in drei Dimensionen bewegt. Um die Projekte zu drücken, muss man die SD-Karte laden und wählt die Drücken-Option. Jetzt muss man ein paar Stunden warten, bis der Ausdruck fertig ist. Wir wollten euch zu unseren Projekten einladen. Beitreten zu Zadrukowani 3D Villa Bydgoszcz in Facebook. Dort findet ihr mehr Informationen über die Workshops für Schüler und Lehrer. Man zeigt fertigen Ausdruck aus und muss mit Sandpapier reinigen. Voilà! Es gibt viele Drucktechniken, mehrere Designprogramme und 3D-Drucker entwickelt sich so schnell. Das ist, wie sieht der vereinfachte 3D-Druckprozess in unserer Schule aus. Tschüss!